Nachhaltiges Bauen überall in der Welt, da ist Gips ein Teil der Lösung. Das ist nicht das Problem, weil Gips eben über den Energieeinsatz deutlich energieeffizienter ist als zum Beispiel in Zement oder in Kalk. Und wenn ich diese treibhausgasintensiven Baustoffe weg haben will, dann nehme ich zum Beispiel Gips. Ja. Gern wird auch das Thema Holz genommen, aber mehrgeschossiger Holzbau geht ohne Gips auch nicht. Das funktioniert nicht. Und Holz ergänzt sich hervorragend dazu. Deshalb ist für uns das Thema nachhaltiges Bauen, da sehen wir eher noch einen höheren Bedarf weltweit, weil natürlich im nachhaltigen Bauen ganz wesentlich darauf geachtet wird, Energie einzusparen. Und das ist eben Substitution von Zement und Kalk und nicht von Gips.